Am Samstag, den 17. November 2012, veranstaltet die Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter Niederösterreichs im Festsaal des Franz-Fürst-Freizeitzentrums einen bunten Familiennachmittag. Im Mittelpunkt standen natürlich die Kinder, die auch mit ihren Eltern zahlreich gekommen waren. Bürgermeister Ingenieur Christian Würleitner und seine Gattin konnten auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen, wie Nationalratsabgeordneten Ingenieur Hannes Wenninger und Vizebürgermeister Josef Spazierer aus Biedermannsdorf, um nur einige zu nennen. Für die Unterhaltung der Kinder gab es eine Schminkstation, ein Gewinnrad, den Zauberer Mr. Magic Junior, den Kasperl und als Höhepunkt und Abschluss die Musikgruppe Dolce Vita Party Band mit ihrer bekannten ABBA-Show. Ja, René Pfister, der Landesvorsitzende der FSG Niederösterreich, heute zu Gast in Wiener Neudorf. Lieber René, ein tolles Familienfest hier in Wiener Neudorf im Franz-Fürst-Freizeitzentrum. Erzähl uns ein bisschen was zu den Beweggründen, warum wir heute gemeinsam mit den Kinderfreunden hier heute so ein Fest machen. Ja, vorweg erstens herzlichen Dank einmal natürlich. Wir machen diese Familienfeste, insgesamt 10 Veranstaltungen quer durch Niederösterreich, quer durch die Regionen, weil wir als FSG Niederösterreich auch einen vielleicht auch etwas unkonventionellen Weg gehen, weil wir auf Familien zugehen, aber vor Ort natürlich immer mit den Kinderfreunden oder mit anderen Jugendorganisationen teilweise auch gemeinsam diese Kooperationen auch eingehen, weil wir auch den Familien und den Kindern einen entspannten Nachmittag bieten wollen, in einer mit den Kinderschminken, mit Modellierballons, mit einer ABBA-Show, wo natürlich auch für die Erwachsenen das ein oder andere Highlight dabei ist, damit sie sich auch an die Jugend erinnern können und natürlich für die Kinder alle Möglichkeiten vom Glücksrad, wo es tolle Preise zu gewinnen gibt. Für die FSG natürlich ein neuer Weg, aber diesen neuen Weg beschreiten wir gemeinsam. So, schau. Bitte schön. Modellierballons hat es auch schon jede Menge gegeben. Wer noch keinen Modellierballon hat, jederzeit die Möglichkeit für unseren Zauberer einfach hinkommen. Der macht euch die tollsten, schönsten Modellierballons. Wir schauen mal, wie viele Preise noch da sind. Glückwunsch, bitte schön. So, jetzt bist du dran. Leuchtet, die Schuhe leuchten fest. Jawohl. Danke wieder. Bravo. Super. Wer war noch nicht dran? Wer war noch nicht? Mein Mädel war noch nicht. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Figuren, was man so alles machen kann aus den Luftballons. Die erste Figur ist ganz einfach, einen normalen Hund. Schwuppsiwupps. Und schon habe ich einen Hund. Wer möchte den Hund haben? Bitte schön, einen Hund. Aber es gibt ja verschiedene Hunde. Wisst ihr, wie ein Pudel ausschaut? Ja? Ich zeige euch einen Pudel. Und schwupps. So. Aber ein Pudel, der hat auch immer so ein lustiges Stummelschwanz an. Und schon haben wir einen Pudel. Wer möchte den Pudel haben? Bitte, junge Dame. Ein Pudel. Große Figur aus 1, 2, aus 3 Luftballons. Was glaubst du, wie wird sich die Familienpolitik in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Oder was werden wir als FSG dazu beitragen können?
Ja, für uns als FSG heißt es natürlich auch, Familienpolitik, nicht nur die klassischen Aussagen, die immer kommen, Familie und Beruf muss vereinbar sein, sondern es gibt auch sehr, sehr tolle Beispiele quer durch Niederösterreich, wo es diese Möglichkeiten gibt, mit Unternehmungen oder auch die Gemeinden, die vor Ort dieses Angebot auch schaffen, wo es Kinderbetreuung vor Ort gibt und die Eltern auch die Möglichkeit haben, Familie und Beruf gemeinsam zu leben und nicht immer nur die klassische Politik, in der man sagt, die Eltern müssen oder die Frauen müssen zu Hause bleiben. Da geht es für die FSG Niederösterreich zukunftsweisende Konzepte, und wenn es um die Bildung geht, geht es natürlich auch, dass wir im Schulsystem einigen Reformbedarf haben, wo wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind mit den aktuellen Diskussionen, wenn es zum Thema der Ganztagsschule davon geht, dass zwischen 8 und 16 Uhr Schule sein muss und nach 16 Uhr muss es die Familienfreizeit geben. Dafür steht die FSG Niederösterreich gemeinsam mit den Funktionärinnen und Funktionären vor Ort und natürlich auch mit den Funktionärinnen quer durch Niederösterreich. Ja, lieber René, es ist nach 16 Uhr, ich glaube, wir gerne jetzt mit den Kindern spielen. Oh, aber nicht. Nein, das ist ein Affe. Ja, und heute habe ich natürlich schon für die ein Schwert. Bitte schön. Aber man kann natürlich noch. Jetzt gehen wir nach links.